Und hier ist Ihr Gastgeber, Bastian Trost. Ja, herzlich willkommen hier zum dritten Teil der Prater-Saga. Was haben wir eigentlich für eine Show? Weiß ich selber nicht, denn die Stars unserer Show sind immer noch draußen auf den Straßen Berlins unterwegs und ahnen nicht, dass sie in ganz, ganz wenigen Minuten hier live auf der Bühne stehen werden. 1 Euro von jeder Eintrittskarte zur Seite gelegt, was uns das heutige einmalige Gesamtbudget von 113 Euro geschafft hat, mit dem wir uns die Stars, die echten Menschen von der Straße leisten wollen. Johanna? Ja, ich stehe hier auf dem roten Teppich auf der Kastanienallee, um für unsere Show die Hauptrolle zu casten. Es ist die Rolle des sogenannten Big Man. Es ist ein Business-König, der sich dadurch auszeichnet, dass er sehr, sehr viel Geld hat. Sind Sie der Business-König, für den ich Sie gehalten habe? Bin ich auf keinen Fall. Martin, hast du 1,5 Stunden Zeit? Leider nein, kannst du vergessen. Es ist eine ganz tolle Rolle. Es ist die Rolle eines Königs, eines Business-Königs. Krass. Du wirst mal auf einer Großbildleinwand sehen. Wir brauchen nur sein Gesicht und seine Stimme für 1,5 Stunden. Danach ist er wieder ganz dein. Und für Zahlen. Ich wollte Thomas einfach nur fragen, was er nicht für Geld machen würde. Was ich nicht für Geld mache? Ja. Tieren ficken. Wunderbar. Bastian, von meiner Seite gibt es keinerlei Hindernisse mehr. Hol ihn rein. Wir kommen. Das ist der Big Man, wir haben ihn gefunden. Immer hinter einem großen Star, da ist auch immer ein großer Vertrag. Ja. Stumpf ist mein Name. Was verdienen Sie denn sonst so? Ja, schon, was ich brauche zu leben. 75, nee, 80 Euro. Also es tut mir leid. Sagen wir mal 23 und ein Kugelschreiber. 52,50 inklusive der Mehrwertsteuer. Alles klar. Wir sind im Geschäft. Gut. Lass uns losgehen. Eine Leinwand, die endlich was mit dem täglichen Leben zu tun hat. Beide hätten nie was anfangen dürfen miteinander. Du weißt das schon. Wer mit wem was anfangen soll. Da weiß man nur, was leben soll. Was sterben muss. Dieser Scheiße. Und jetzt komme ich nach Hause und ich stehe jetzt mit jemand anderem. Wie das, frage ich mich. Wo bist du hin? Und wie videofähig ist unsere Verzweiflung? Und was war unser Hund? Ich war hier für kurze Zeit nicht allein.